Na, tolle Sache. Vom Auto sieht man mal gar nichts mehr, ne? Krass. So, mittlerweile habe ich so notdürftig, sag ich mal, das Auto frei gemacht. Ne? Ich habe natürlich immer noch Schnee ohne Ende auf dem Dach und überall. Also locker 5 bis 10 Zentimeter, schätze ich mal. Ja, ich bin jetzt unterwegs. Wie gesagt, hier gab es einen Wintereinbruch heute Nacht in Tuttlingen. Ordentlich. Boah, die Straßen sind so einigermaßen frei. Ab und zu mal ein bisschen rutschig und glatt. Ja, und das Geile ist jetzt, ich fahre jetzt zu meinem ersten Auftrag, und zwar, jetzt kommt's, auf die Schwäbische Alb nach Münsingen. Ich gehe mal davon aus, da wird noch viel mehr Schnee liegen wie hier. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich durchkomme. Ne? Also habe jetzt auch mal locker 1,5 Stunden Fahrt, ne? Wenn alles gut läuft. Ja, und mittlerweile biege ich hier auf eine Bundesstraße ab und hoffe, dass ich jetzt ein bisschen schneller fahren kann, damit der ganze Rotz da vorne auf der Motorhaube mal wegfliegt. Ansonsten muss ich echt mal kurz auf den Parkplatz fahren, weil es klappt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Ja, mein Trick hat leider nicht geklappt, dass es durch den Fahrtwind hier alles weggeht. Jetzt musste ich mal kurz auf den Parkplatz fahren. Ja, und wie man sieht, hier hat es wirklich ordentlich Schnee. Ne? Jetzt hoffe ich, dass ich hier wieder rauskomme irgendwie. So, mittlerweile habe ich mich einigermaßen durchgekämpft über die Schwäbische Alb. Also ja, war eigentlich ganz gut zu fahren. Verkehr war auch nicht viel und jetzt bin ich noch 5 Kilometer vom ersten Kunden weg. Und zwar, der bekommt heute einen 50.000er DSL-Anschluss geschalten. Und ja, ich werde das Endgerät installieren, je nachdem was es ist, ein Modem oder eine Fritzbox. Muss erstmal nachschauen, ne? Aber bin gleich da. So, der Auftrag ist erledigt. Das ging jetzt auch relativ schnell, weil es war eigentlich nur eine Tarifumstellung von einem normalen DSL-Anschluss auf einen mit einer festen IP-Adresse. Und ja, da muss man nur ein paar Änderungen machen an der Fritzbox und jetzt läuft das Ding. So, und jetzt geht es weiter nach Rottenburg, auch circa eine Stunde Fahrt zum nächsten. Ja, mittlerweile bin ich kurz vor Tübingen und ja, hier ist keine Spur von Schnee oder Eis, irgendwas in der Richtung. Ja, da mir jetzt noch eine Inbetriebnahme heute Mittag weggefallen ist, da hat die Telekom wohl die Leitung nicht geschalten. Ja, schaue ich jetzt, dass ich vielleicht in Tübingen noch zwei, drei Schlösser an Mobilfunkstandorten wechseln kann. Irgendwie muss er ein bisschen Umsatz machen und ja, jetzt bin ich unterwegs zum ersten. So, das ist erledigt. Das war jetzt auch nichts Spektakuläres. Diese Basisstation befand sich auf dem Dach von einem Hochhaus hier in Tübingen. Ja, und jetzt habe ich noch eine Störung bekommen in Villingen-Schwenningen. Muss jetzt aber erst meine Inbetriebnahme noch in Rottenburg machen und da bin ich jetzt unterwegs. Ja, mittlerweile bin ich kurz vor Rottenburg am Neckar und wie man sieht, hier ist auch keine Spur von Schnee oder Winter. Ne? Also von dem her, hier ist wieder eigentlich alles relativ normal. So, jetzt müssen wir mal kurz rechts ranfahren und meine Baugruppe bestellen für Villingen-Schwenningen. Ich hoffe, die kommt aus Freiburg. Dann dauert es nicht so lange, die Lieferung. Ja, ich bin jetzt gleich bei meinem Kunden hier in Betriebnahme, auch wieder Fritzbox, nichts Besonderes. Einem 50.000er Anschluss und ja, müsste eigentlich soweit funktionieren alles. Schauen wir mal. So, das war auch ein Griff ins Klo, denn ja, jetzt war ich gerade hier beim Kunden, das ist übrigens auch ein Privatkunde. Der war jetzt nicht da, da habe ich ihm angerufen. Da sagte er mir, er hätte den Netzbetreiber schon angerufen, weil die Telekom die Leitung nicht geschalten hat. Ja, vom Netzbetreiber habe ich natürlich nichts gehört. Das heißt, der Weg war umsonst. Und ja, jetzt fahre ich noch nach Villingen-Schwenningen. Ich habe jetzt gerade noch eine Baugruppe bestellt aus Stuttgart. Die war leider in Freiburg nicht lieferbar.
Das heißt, die kommt jetzt aus Stuttgart und ja, ich fahre jetzt mal ganz, ganz langsam Richtung Villingen-Schwenningen, weil da braucht natürlich noch ein Weilchen. Ich bin auf der A81 Richtung Singen, Höhe Rottweil gleich und ja, wie man sieht, hier ist so gut wie nichts an Schnee, ein paar weiße Wiesen, aber ansonsten nichts Großartiges, also Tuttlingen oder Schwäbische Alb. Heute Morgen war deutlich mehr Schnee. Ja, und ich fahre hier so mit 80, 90, 100, weil mein Kurier aus Stuttgart hat sich jetzt gemeldet. Und der braucht bis 16 Uhr, bis er dann in Villingen-Schwenningen ist, an dem HVT für die nächste Störung mit meiner Baugruppe. Ja, und deshalb muss ich jetzt nicht mich beeilen, deshalb, beziehungsweise haben wir jetzt erst 14.50 Uhr, ne? Kann mir also noch viel, viel, viel Zeit lassen. Und mittlerweile habe ich den HVT erreicht um 15.37 Uhr. Da ist er. Und ja, jetzt müssen wir ca. 20 Minuten warten auf den Fahrer aus Stuttgart. So, habe ja noch ein bisschen Zeit und deshalb gehe ich jetzt mal rein. Und schau mal, wo die Baugruppe ist, die man wechseln muss. Ne? So, jetzt bin ich drin im ÜVT und ja, hier sind noch mehrere Netzbetreiber. Aber ich habe mein Netzelement schon gefunden. Leuchtet auch schon extrem rot und rot ist nie gut. Das heißt, das Ding hat auf jeden Fall einen Fehler und einen Alarm. Ja, und jetzt warte ich noch auf die Baugruppe, dann wird die gewechselt und dann wird es hoffentlich wieder gut sein. So, Fahrer kommt gerade, passt also alles von dem her, alles super. Ja, das ist sie nun, die Baugruppe, die aus Stuttgart gerade gekommen ist. So, die werde ich jetzt hier mal einbauen und dann hoffen, dass hier wieder alles passt. So, die neue Baugruppe Gruppe ist jetzt drin. Und wird noch ein bisschen booten und dann, ja, wie gesagt, wird das dann hoffentlich in Ordnung sein, wenn der Alarm weg ist. So, Störung ist beseitigt. Nachdem die neue Baugruppe drin war, war der Alarm dann auch weg. Messplatz hat es bestätigt, also alles schick. Ja, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde Heimfahrt circa. Morgen habe ich auch noch gar nichts. Ja, also im Moment ist extrem ruhig. Also wenn es so weitergeht, muss ich echt ein Spendenkonto einrichten. Ja, ich hab's anders lieber, ne? Wie ihr alle wisst, lieber Halligalli und Action und auch was verdient, aber im Moment ist echt gerade Katastrophe. Keine Ahnung, woran es liegt. Ne? Naja, jetzt hoffen wir, dass es besser wird. Morgen, wie gesagt, melde ich mich, wenn was geht. Ansonsten melde ich mich nicht, außer vielleicht zum Joggen morgen früh. Ich hoffe, dass es nicht glatt ist und dass ich mal wieder laufen gehen kann. Ja, alles klar. Danke fürs Zusehen und schönen Abend. Und bis morgen, gell? Ciao.